Eine spontane Idee wird zur Mission. Das Winterthur ist heute Morgen ein ganzer Sattelschlepper mit Taschen voller Hoffnung gefüllt worden. Wir haben so ein Ferienangebot in Griechenland, wo wir auch mitorganisieren, mit Kulturferienreisen zusammen. Und haben durch das grossen Materialtransport, der mit oben geht. Und jetzt eben dann wieder das Material abholen geht. Und das wäre eine Leerfahrt gewesen. Und darum haben wir gedacht, komm, das nutzen wir. Und wir fragen bei uns in der Kirche, ob es Leute hat, die gerne so ein Helping Bag möchten packen und dort die Flüchtlinge, die dort gestrandet sind und sich dort aufhalten, irgendwie ein kleines Zeichen von der Hoffnung zu setzen oder einfach auch die christliche Nächstenliebe so auf eine kleine Art und Weise weiterzugeben. Gut 2100 Taschen sind beim christlichen Hilfswerk AVC abgegeben worden. Solidarität spüren wir momentan von allen Seiten, so auch von Privaten. Und genau vor solchen unbegleiteten Hilfsaktionen warnt die Schweizerische Flüchtlingshilfe. Sorgfältige Abklärungen im Voraus sind wichtig. Und die Risiken, wenn man das nicht abklärt, gerade zum Beispiel was Zollabfertigung betrifft, ist, dass man dann blockiert wird am Zollübergang und man es mit irgendwelchen korrupten Zöllner oder Grenzwächter zu tun bekommt, irgendwo auf dem Balkan. Und das wäre dann unschön, wenn man sehr viel Zeit und Nerven würde verlieren. Die Aktion Helping Bag ist in diesem Aspekt aber klar durchgedacht. Wenn der Lastwagen also heute Nacht in Griechenland ankommt, wird er von lokalen Hilfsorganisationen weiter betreut werden. Die Menschen, die diese Taschen dann überkommen, werden pro Person bis zu 15 Kilo Spendengüter entgegennehmen. Wir haben jetzt schon in eine reingewechselt. Das ist jetzt ein Woman Bag. Die sind manchmal mit ganz herzigen Kärtchen auch angeschrieben worden. Ein Gruß aus der Schweiz. So Sachen. Wir haben hier Teigwaren, dann gute Wanderschuhe, warme Kleider, Bohnen, Ballerinas, Fleisch, alles natürlich konserviert. Schicken wir es auf die Reise.